nicht vermessen, Alexander von Humboldt auch als einen Wegbereiter der Globalisierung zu betrachten. Er hat durch seine Forschungsreisen und deren Dokumentationen den Blick der Deutschen und Europäer für die Welt weitergemacht. Der Satz von ihm, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nicht angeschaut haben, ist heute gültiger denn je. Wer könnte also als Alexander von Humboldt anlässlich seines 240. Geburtstages besser würdigen als der Ressortminister der Bundesregierung, der den Blick der deutschen Wirtschaft auf die Welt am Kabinettstisch in Berlin vertritt und der dafür streitet, die Prinzipien einer christlichen Grundwerten verpflichteten sozialen Marktwirtschaft auch weltweit zu verankern. Es gibt aber noch einen anderen Grund, lieber Karl Theodor, der dich heute nach Goldkronach geführt haben mag. Herr erster Bürgermeister Günther Exner hat in der Sammlung zu einer Berghistorie von Johann Wilhelm Kretschmann von 1741 einen Lehenbrief des Markgrafen Albrecht von Brandenburg aus dem Jahr 1471 gefunden. Und in diesem Lehenbrief des Markgrafen Albrecht von Brandenburg von 1471 gibt dieser neben anderen Persönlichkeiten auch einer Karin von Guttenberg, ich zitiere, in Kraft dieses Briefs unser Bergwerk zu Goldkronach, nun Führer zu ewigen Zeiten und Nachkommen zum Lehen. Also, lieber Karl Theodor, du schaust heute nur, was aus diesem Lehen geworden ist. Ist diesbezüglich ein ganz besonderer Abend. Wir gedenken des großen Wissenschaftlers, des Entdeckers und Denkers Alexander von Humboldt. Doch wie untauglich sind die Versuche, so etwas wie eine Berufsbezeichnung für dieses, und man muss mit dem Begriff vorsichtig sein, aber da passt er, für dieses Genie, meine Damen und Herren, zu finden. Jede Etikettierung hieße, seinen Aktivitätsradius einzuschränken. Zu viele Begabungen haben sich in einer Person glücklich vereint. Gestern vor 240 Jahren, am 14. September 1769, wurde er in Berlin geboren. Diese Jahreszahl 240 drückt zunächst einmal eine erhebliche Ferne aus. 1769, da landete James Cook in Neuseeland. Korsika wurde Frankreich zugeschlagen. Und auf der Mittelmeerinsel wurde ein gewisser Napoleon Bonaparte geboren. Ein Datum, das für uns Franken auch noch schicksalhaft werden sollte, meine Damen und Herren. Eine ferne Zeit also? Nein, nicht wenn wir uns vor Augen führen, wie lebendig uns Alexander von Humboldt erscheint und dies, obwohl sein Tod nun auch schon 150 Jahre zurückliegt. Ein Jahrestag, an den erst vor kurzem hier in Goldkronach Professor Dagmar Schipanski mit einer bemerkenswerten Gedenkrede erinnert hat. Sie hat auch gewürdigt, wie gegenwärtig dieser Alexander von Humboldt uns immer noch bleibt, vor allem in seinen Büchern und durch sie vermittelt durch eine Faszination, die uns auch heute noch zu begeistern vermag. Als hätte es dazu noch eines Beweises bedurft, hat, wie Sie alle wissen, Daniel Kehlmann in seinem Buch Die Vermessung der Welt die Aktualität Humboldts einem großen Publikum nahegebracht. Ich hatte erst vor kurzem in Salzburg die Möglichkeit, mit ihm lang
über dieses Werk und über dieses Buch zu sprechen, über seine Faszination von Alexander von Humboldt. Kehlmann hat ihm durch diesen Bestseller ein Denkmal gesetzt, keines aus Stein, sondern eines zwischen zwei Buchdeckeln und damit auch ein Denkmal für die Ewigkeit. Mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Warum Sie heute hier sind. Der eine vielleicht, weil er unseren prominenten Gast aus Berlin, / Oberfranken, einmal persönlich kennenlernen wollte. Die anderen, weil sie schon so viel von Gold Kronach gehört haben. Und wiederum weitere, weil sie die Arbeit des Kulturforums interessant sind und neugierig darauf geworden sind. Neugierde, ein Antrieb von Alexander von Humboldt, ist ja nichts, was man mengenmäßig messen kann. Deshalb ist diese Aufgabe, die Aufgabe dieses Hauses, diese wunderschönen Anlage, durch viele kulturelle Veranstaltungen ihre Neugierde auf etwas, was sie vielleicht vertiefen wollen oder noch nicht so genau wissen, diese Neugierde zu befriedigen und ihnen ein Forum, einen Rahmen zu geben, zu dem sie hier zusammenkommen können.